Gut, vielleicht wollen wir den mal dann wieder zurückrufen. Schon was rausgekriegt? Knapp 30 Fälle von Tiermord und ein Fall von schwerer Körperverletzung. Das sagt ja nicht viel aus. Sonst können wir die selber noch befragen? Frag die Leute in der Gegend, vielleicht hat jemand was gesehen. Na, das haben wir ja schon gemacht. Wird gemacht. Nein, wird nicht gemacht. Wir könnten jetzt eigentlich mal zurückfahren. Denn wir haben uns ja jetzt das angesehen. Also wie gesagt, die Spiele ist vollkommen blind. Wie es ja bei Adventures üblich ist. So. Wo sind wir denn eigentlich? Derzeit wird das hier heute angezeigt. Auf jeden Fall läuft sie ruckelfreier als woanders. Ah, hier. McCoys Apartment. Polizeipräsidium. Ron Sitters Tierhandlung. Ich kann das überhaupt nicht lesen. So klein ist das hier. Müsste ich wirklich mal das Fenster vergrößern. Und ja, müssten wir mal zurück zum Polizeipräsidium. Da können wir uns dann noch mal die Beweise anschauen. Und wie wir gehört haben, gab es einen dritten Weltkrieg. Also, wir haben das Jahr 2014 und im Jahr 2019 spielt das hier. Also, die Leute haben damals irgendwie mit einem dritten Weltkrieg gerechnet. Und langsam läuft McCoy zum Polizeipräsidium. Ja. Erdgeschoss, Arrestzellen, Erdgeschoss. Hauptcomputer und Übungsraum, Labor. Hauptcomputer und Übungsraum. Gehen wir doch mal zum Hauptcomputer und Übungsraum. Nach den aktuellen Zahlen des Justizministeriums hat sich die Zahl der gewalttätigen Straßenkriminalitätsdelikte im letzten Jahr um schwindelerregende 26% erhöht. Gouverneur Kollwig führt den Anstieg auf die dramatische Zunahme der Zahl der Sonderfälle zurück, die als Einwohner der Stadt registriert sind, und versprach die Einführung härterer Bedingungen bei den Zuwanderungsgesetzen. Ich finde das sehr interessant, was die alles eingebaut haben. Also richtig schön aufwendig und vor allen Dingen die Grafik ist ja für das Jahr außerordentlich gut gemacht. Gut, die Figuren, die bewegen sich ein bisschen ruckelig, aber man muss schon sagen, so schlecht ist das ja gar nicht. Scanne Videodisc. Ah ja, zwei, wir haben ja die Videodisc. Bilder gefunden. Füge vergrößerungsfähige Bilder KIA Datenbank zu. Ja, die gute alte Technik. Also der Originalfilm ist von 1982 und da hat man irgendwie versucht, die Technik von 2019 da zu repräsentieren. Naja, man hat es damals irgendwie versucht. Also wir haben zwar heute keine Röhrenfernseher mehr, wir haben jetzt schon mehr solche richtig dünnen Fernseher. Ah, mal gucken. Hier haben wir ein Foto von der Tierhandlung. Was können wir denn da alles erkennen? Also ich kann zum Beispiel absolut nichts erkennen, weil das Bild zu klein ist. Mal gucken. Was haben wir denn hier alles? Wir können ja zoomen. Das ist ja möglich. So, da haben wir noch nichts. Kann ich auch wieder zurück? Mal gucken. Also hier ist nichts Auffälliges. Die haben doch was gesagt, dass die einen Tiger getötet haben, oder? So wie ich recht in der Annahme war. Und mich hat jemand bei Skype angeschrieben. Ich kann sie jetzt sogar mal nachgucken, wer das war. Ah ja, es ist nur er hier. Bisschen zu spät gesagt, dass man mir viel Spaß wünscht. Gut, ja, hier haben wir den Händler, aber sonst kann man hier nicht viel erkennen. Können wir denn auf das nächste Bild umschalten? Na ja, stimmt, dann haben wir hier noch das Bild. Da ist eine schwarze Gestalt. Wer ist das? Aha. Schau mal. Er kommt mir bekannt vor. Mach mir davon einen Ausdruck. Ja, der kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Und wer ist der, sein Kollege da hinten? Weiter kann man nicht ranzoomen, das ist schade.
Ich finde es vor allen Dingen interessant, guckt euch mal diese Ausgangsstellung an. Da sieht man nur einen einzigen Schatten und wenn wir heranzoomen, können wir plötzlich sehen, wer das ist. Also, soweit ich jetzt gesehen habe, auf den anderen Bild konnte man ja überhaupt nichts erkennen. Aber hier haben wir ja jetzt jemanden erkannt. Dann klicken wir mal auf McCoy. Ich denke mal, wenn wir das jetzt ausgedruckt haben, ja. Wer könnte das sein? Tiermord auf jeden Fall wird ihm angehangen. Verdächtiger 3C FM9J. Das ist so klein, ich kann das überhaupt nicht lesen. Also, ich glaube, beim Amarek TV gibt es da eine Möglichkeit, das trotzdem zu zoomen. Okay, elegante Fußspuren. Die könnten zu ihnen passen. Nach den Fußspuren zu Ort. Ja, das ist der Tiermordverdächtige. Okay. Soweit, so gut. Dann haben wir ja schon mal ein Foto von ihm. Dann könnte man doch vielleicht mit irgendeinem Computer... Persönliche Hinweisdatenbank. Lade Mainframe Hinweisdatenbank. Hinweisdatenbank Übertragung abgeschlossen. Ja, was bedeutet das jetzt? Übertrage persönliche Hinweisdatenbank. Ja, ist gut. Lade Mainframe Hinweisdatenbank. Kann nicht interagieren. Übertragung abgeschlossen. Vielen Dank, dass du so langsam sprechen kannst. Dass sie auch trotzdem immer solche Roboteraussagen machen müssen. Na, auf jeden Fall haben wir das jetzt auf die Hinweisdatenbank übertragen. Was das jetzt so genau bedeutet, weiß ich leider nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt einige Hinweise, ein paar Aussagen natürlich. Wir könnten uns jetzt natürlich... ich weiß ja nicht. Ach, hier sind die Optionen. Wollte ich nur mal anmerken. Wir können auch das Spiel natürlich speichern. Hier haben wir unser Kia-System. Ich finde es interessant, dass das so einen Namen hat. So, wir können ja mal rausgehen. Wie gesagt, Spiel ist blind. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob wir hier so auf die Art und Weise weiterkommen. Und hatten wir hier nicht irgendwo einen Trainingsraum? Weil, wie gesagt, ich habe auch irgendwie herausgefunden, hier kann man noch schießen, trainieren. Also, wenn das nicht Ray McCoy ist, lässt sich Bryant endlich mit den großen Jungs spielen? Ist meine offizielle Befugnis vom Sicherheitsdienst schon da? Ja. Hast du deine Knarre mitgebracht? Na, ich werde doch nicht ohne aus dem Haus gehen. Steele läuft seit 2 Wochen jeden zweiten Tag durch das Labyrinth. Und die Ziele sind inzwischen ein bisschen ramponiert. Aber Guzza wollte doch ein paar neue anfordern. Guzza habe ich seit einem Monat nicht mehr hier gesehen. Er hatte wohl viel zu tun. Armer Kerl, der ganze Papierkram macht ihn total fertig. Aber unterschätze ihn nicht, McCoy. Guzza kann ganz schön hart werden, wenn es drauf ankommt. Ich erinnere mich noch gut. Einmal, als wir damals noch bei der Sitte zusammengearbeitet haben, hat er 2 Zuhälter, die uns frech kamen, mit Aceton übergossen und ein Streichholz angezündet. Ich sag dir, das sah aus wie ein Riesenfeuerwerk. Fantastisch. Fantastisch, ja. Da haben wir den Kollegen. Und hier sieht man auch schon, die Figuren werden ein klein wenig pixeliger, wenn sie Mach bewegen. Mach die Tür auf, Jack. Naja, schaden kann's ja wohl nicht. Und ja, dieser Synchronsprecher. Habt ihr den erkannt? Gegner anvisieren und beseitigen. Nicht auf Unschuldige schießen. Natürlich nicht, nein. Vorabschuss Zielobjekt als feindlich bestätigen. So, wir haben ja jetzt hier unsere Waffe. Mal gucken, mal gucken. Wo könnte hier denn jemand sein? Bah. Nee, darf ich die überhaupt anschießen? Bah! Nein. Ich muss ein bisschen trainieren. Wow, nein. Mist. Ich muss ein bisschen gucken. Hoppala. Ich schieße jetzt wirklich hier jeden an. So, hahaha. Da war auch jemand.
Darf ich den wohl nicht? Okay. Den darf ich auch nicht. So, da oben wieder. Wir schießen einfach mal ein bisschen, ja. Wir können doch wieder rausgehen. Wir können ja trainieren. So, kommt hier unten jemand raus? Ah! Mist! Na. Ah. Nee, tut nichts. Hoppala! Mal gucken, ich muss die erstmal unterscheiden können, wer jetzt wer ist. Das ist nur eine Frau. Das ist nur ein Typ. Ah, ha, 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 ha. Das wusste ich doch schon. Sie sind abgeschlossen. Begeben Sie sich zum nächsten Abschnitt. Ach ja, mehrere Abschnitte. Na gut. Ja, wo kann ich denn da laufen? Da lang? Auf jeden Fall sehr interessantes Adventure, muss man sagen. Und wie gesagt, ich habe hier die dicke Jewel Case mit 4 CDs. Das ist auch schon allerhand für so ein Spiel. Und jetzt die dramatische Kamerabewegung. Woo! So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen gucken. Wo sind sie denn? Kommt raus! Ihr kleinen Übungsfiguren! Oh! Direkt neben mir. Alter. Jetzt. Triff doch mal. Meine Güte. Ja, ich bin nicht der beste Shooter-Experte. Das hat man ja bei Half-Life zu Genüge gesehen. Aber ich gebe immerhin mein Bestes. Immerhin ist uns hier nicht... weg hier. Mist. Nee. Ich muss mich auch so schnell hier bewegen können. Also so ruckelfrei läuft das hier nicht gerade. Ich weiß nicht, ob das bei ruckelfreier läuft. Auf einem entsprechenden Rechner. Empfohlen wurde ja ein Pentium 133. Ah, da ist noch jemand. Ja, auch nicht erwischt. Zum Glück haben wir unendlich Munition. Mist. Das war ein sauberer Schuss. Das waren 3 saubere Schüsse hintereinander. Na, wo sind denn die restlichen? Da! Mist! Ich hab den doch... Hey! Boah, Mensch, so schnell kann man doch gar nicht reagieren. Jetzt habe ich ihn erwischt. Nachträglich. 2 auf einmal, das ist doch bescheuert. Vor allem muss man erstmal genau zielen können. Das ist ja auch so ein Problem. Ich glaube, man muss immer Kopfschüsse machen, wenn ich mich recht entsinne. Sequenz abgeschlossen. Begeben Sie sich zum nächsten Abschnitt. Das klingt wirklich wie so eine Bahnhofsansage. So, machen wir uns mal zum nächsten Abschnitt und jetzt macht er bestimmt wieder Ladesequenzen. Natürlich. So. Der nächste Abschnitt. Oh, guck mal, wie pixelig der ist. Na dann, wollen wir mal wieder ein paar Übungsfiguren in den Arsch treten. Oder mit der Waffe erschießen. Ah! Busch und weg hier. Oh, jetzt gucke das aber ganz schön, ne? Es sind so viele Figuren, es ruckelt. So schnell kann ich gar nicht schießen. Mist. So schnell muss man erstmal reagieren. Man ist schon mit einem langsamen Rechner benachteiligt, muss man ja sagen. Hupala. So. Boah, schon wieder so viele. Guckt mal, wie das ruckelt. Bah. Ah.
Hier, wenn keiner da ist, wenn da keiner da ist, wird es richtig flüssig. So, wo ist denn der nächste Abschnitt? Da oben. Ja, können wir uns ja mal ein bisschen anschauen. Wir müssen uns eh erst ein bisschen reinspielen, bis wir da erstmal wieder richtig in die Story reingehen können. Wie gesagt, bei Adventures tue ich mich ja immer so schwer damit, da immer zu wissen, was wir da noch machen müssen, das alles. Zumindest der Kollege, zumindest ein Kollege scheint das ohne Komplettlösung gespielt zu haben. Hat das sogar in einigen Parts durchgehabt. So, wieder schön laden.